So, sauber. Los geht's. Ja, 6,5 Jahre war die Schwangerschaft. Heute wird's geboren. Das ist schon sehr aufregend. Das hast du aber jetzt schön gesagt. Ach, schön gesagt. Ich freue mich natürlich wahnsinnig drauf, den Film jetzt mit Publikum zu sehen und zu schauen, ob alles, was wir uns vorgenommen haben, auch so funktioniert. Endlich mal eine richtige Zicke spielen zu dürfen. Ich habe gedacht, das passt zu mir. Veronika ist für jeden Regisseur ein Traum. Sie lässt sich total in die Rolle fallen. Sie ist unglaublich gut vorbereitet. Sie hat mit irrer Selbstironie gespielt. Sie können sich darauf freuen, Veronika so zu sehen, wie sie, glaube ich, ganz selten zu sehen war. Allein schon die Tatsache, dass Frau Ferres putzt, finde ich schon super. Und dann auch noch singt, also besser geht's nicht. Ich finde es für Veronika eine ganz schöne Rolle. Es ist heutzutage ganz sicher nicht verkehrt, wenn man sich selber ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ich bin in Veronika Ferres verliebt. Das ist eine tolle Geschichte, halt eben, wie dann halt ein Mensch dann wieder sich aufrappelt und dann halt an den wahren Werten des Lebens wiederfindet. Also ich glaube, da werden ein paar richtig laute Lacher dabei sein. Dass es eine Mordsgaudi ist, dass sie sehr, sehr viel zu lachen haben. Also ich weiß, dass die Szenen mit mir und dem Milan der Knaller sind. Und der Rest des Filmes ist sicherlich noch besser als das, was wir zwei machen da. Die Uschi sagt, sie sind's. Diese Sängerin. Sie sind es, gell? Wahnsinn! Wir beide auf den Zug mit Helene Fischer. Ich fand den Film super, spannend. Sehr witzig, richtig cool. Eine sehr anrührende Geschichte über Freundschaft. Ich habe einfach eine andere Seite gesehen. Super, toll gespielt, sehr facettenreich. Ist mutig und sie hat es wirklich ganz wundervoll gemacht. Also ich bin ganz begeistert. War wirklich was anderes und sowas brauchen wir in der heutigen Zeit. Sehr lustig, unterhaltsam, hat uns sehr gut gefallen. Ja.